Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Promi-Geflüster. Und in wenigen Tagen ist es soweit, da gibt es ein neues Album von Laura Wilde. Ihr habt sie natürlich schon erkannt, sie ist wieder bei mir. Und die Frage einfach mal, hast du Lust? Ich habe aber einfach nur Lust. Genau, und so heißt es auch, nämlich, hier haben wir sie. Laura Wilde, Lust, 12 neue Titel sind drauf. Ja, es ist, die hast du ja in der Hand, die Doppel-CD sogar. Richtig. 12 Titel und ja, dann gibt es noch eine, die Bonus-CD, genau. Und ja, Lust ist wunderschön geworden. Ich freue mich so sehr, ja, dass endlich der 9. August da ist. 9. August, da kommt es raus, genau das neue Album. Ich habe mir jetzt gedacht, wir haben jetzt schon so viel gemacht miteinander. Ja. Zum einen waren wir auf dem Cannstatter Wasen. Ja, das stimmt. So hat eigentlich alles begonnen. Nee, ja. Flumserpark war das erste. Ich wollte sagen, ich glaube aber auch schon vorher mal auf der Tour, bei der Goldschlager-Tour damals haben wir uns ja auch schon gesehen, schon ganz oft. Ja, nee, und musstest immer mal wieder ein paar verrückte Dinge machen. Ja. Flumser Berg, Open Air, musste ich mal eine Kuh melken. Das war auch mega. Noch nie gemacht vorher. Kam zwar nicht viel, aber ich habe mir die größte Mühe gegeben. Aber ja. Wie sieht es denn aus beim Minigolf? Hat man als Kind früher viel gemacht, denke ich mal. So im Urlaub, ne? Ja, also ich Minigolf verbinde ich total mit meiner Kindheit. Bei uns gibt es auch in der Gegend das öfters mal. Und ja, es ist echt schön. Also ich kann es zwar nicht gut, ich habe da auch nicht so Talent für, aber Spaß macht es mir. Genau. Du hast nämlich hier schon den Schläger in der Hand. Ja. Und den Ball, den gibt es auch schon dazu. Wir haben gerade schon ein bisschen eingegroovt. Und du meinst, ich kann das den Zuschauern antun jetzt? Stimmt, wir haben auch noch einen, Lehrer mit dabei. Einer, der dir noch zeigt, wie es lang geht. Ja. Der Gerd, der wird nachher auch noch ins Bild kommen und zeigen, worauf es ankommt. Also ich denke mal, da kann nichts schief gehen. Ne? Wir werden es probieren. Jetzt gehen wir aber mal ganz kurz nochmal zu deinem Album. Was sind es wieder für tolle Nummern? Wie sind sie entstanden? Wer hat mitgewirkt? Ah ja, Rainer Kalb hat wieder ein tolles Album produziert, die Titel geschrieben, der Harry, unser Texter, Maria, Rainers Frau, ist ja Spanierin, die hat auch wieder einen Titel auf Spanisch eben geschrieben, bin ich auch immer sehr stolz drauf, ist auf der Bonus-CD mit enthalten. Ich habe auch wieder viel Texte noch oder Textideen beisteuern dürfen und wirklich wieder ein rundum ja, schönes, emotionales und Album geworden. Ja, und das Lust passt eigentlich perfekt, weil es einfach die Lebenslust, die, hinter der ich stehe und auch hoffentlich meine Fans eben stehen, das total widerspiegelt. Alles klar. Ich denke mal, 18 Bahnen, die werden wir jetzt gar nicht schaffen, alle in der Kürze der Zeit. Aber ich denke mal, wir beschränken uns auf 2 bis 3 sowas mal. Gut. Ne? Wir starten. Gehen wir mal an den Start und dann wird sich bestimmt auch die eine oder andere Frage wieder ergeben. Gut. Hauen wir rein. Sehr gerne. Ne? Ja. Alles klar. Willst du schon mal anfangen? Ja, oder? Wenn ich soll. Du darfst. Ja. Das heißt, wie kommst denn du eigentlich mit Kamera klar? Da, weißt du, machen wir das nämlich so. Bist du mal das Kamerakind, mal ich? Können wir auch mal. Können wir auch mal probieren. Und ich sag mal, dass du weißt, wo die Kugel hin muss, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal davor. Hier muss er rein. Hier. Jetzt geht's los. Hier. Ja. So. Darf ich? Ja? Ja, oder aus, genau. Es. Yeah, und wenn ich euch sage, cool. Wenn ich euch jetzt sage, wo der Ball gelandet ist. Das war nicht nur super, das war mega gigantisch. Ja, man darf ja jetzt sagen, ich habe ein paar Mal geübt eben vor dem Dreh und da hat es nicht so geklappt. Jetzt bin ich erst recht total stolz. Ja, und ein Dreieck soll es sein. Ein Dreieck soll das Ganze sein, dass man steht zum Ball hin, den Schläger ganz unten lassen, ganz schwenkend und ja, da geht auch in Richtung CD. Ja, Mai! Laura, was sagst du denn da dazu? Anziehungskraft. Moment, ich muss jetzt das Ergebnis filmen. Guck mal, wie die zwei da jetzt parat stehen, oder? Ja, das ist ja gigantisch. Ja, also, besser geht's gar nicht. Besser kein. Ihr müsst wirklich einen tollen Lehrer gehabt haben. Das ist gute Training bei dir, hey. Jetzt haben wir beide so schön getroffen. Doch, also erstklassig. Ne? Sonderklasse. Absolut. An die nächste Bahn. Hier haben wir den Ball. Und ich glaube, die CD, die hat schon magische Kräfte, Anziehungskräfte vor allen Dingen. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Ja. Jetzt bin ich echt platt gewesen, aber naja, ein zweites Mal kriegen wir das nicht hin.
Ja, du, mal abwarten. Aber wenn es jetzt nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, das zweite, ich glaube, der zweite Schlag, wenn wir es auf den schaffen. Dein Wort in Gottes Ohr, mal gucken. Ja, doch, doch, natürlich. Natürlich. Wie geht's denn jetzt gerade aktuell für dich los? Was hast du alles wieder in Planung? Ja, also von Pressetermine über Radio, Senderreise, über Autogrammstundentour. Ich bin ja mit der Alpha Autogrammstundentour ab Veröffentlichungstag ab dem 9. unterwegs. Und am 18. August können die Leute mich im Fernsehgarten wiedersehen. Im Fernsehgarten? Hoffentlich ohne Regen. Nicht, dass es da so abgeht wie gestern zum Beispiel. Ne? Ja, ich habe es auch gehört. Ist ja Wahnsinn. Also 18. August Fernsehgarten und dann schauen wir mal. Da habe ich dann auch eine TV-Premiere, wird ein Lied neu performt dort und dann noch den einen oder anderen Auftritt und kann man alles auf der Homepage auch nachlesen. Ja, natürlich, ganz klar. Laura, Facebook, Instagram, überall. Genau, die ganzen Social-Media-Plattformen, da bist du zu finden, wie gehabt. Genau. Kann nichts schief gehen. Ne? Man kann mir folgen und ich fütter die Leute mit Infos während meinen ganzen Touren jetzt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir uns jetzt mal ans zweite Minigolf-Loch sozusagen. Ei, Chef. Ne? Okay. Ja. Irgendwie hat die CD Anziehungskraft. Definitiv. Also bei einem ist sie zumindest mal rein. Hoppsa, genau, wenn man sieht. Ja, Beweishammer. Ha. Der Ball ist drin. So. Laura, was hat die CD? Ich muss jetzt hier. Also CD ich würde jetzt ja mal sagen. Die braucht ihr unbedingt. Zumindest beim Golfspielen. Beim Minigolf auf jeden Fall. Aber ich kann euch versprechen, es ist auch super Musik drauf. Richtig. Also erst die CD hören, dann Golf spielen. Und ja, ich muss immer wieder gucken, wo wir hinschauen müssen. Also nochmal. Die CD hat magische Kräfte. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meiner neuen CD. Genau. War mir ein Fest. Auf jeden Fall 18. August Fernsehgarten, habe ich zwar schon gesagt. Genau. Auf jeden Fall einschalten. Da hört ihr dann eine TV-Premiere, ein neuer Song vom neuen Album. 9. August davor ist natürlich jetzt erstmal dran. Da kommt die CD überhaupt erst raus. Über meine Homepage findet ihr auch alle Links zu allen Editionen. Es gibt 4 Editionen, Frank. 4. Mhm. Einzel-CD, Doppel-CD, Schallplatte und Fanbox. Das erste Mal eine Fanbox. Okay. Was ist denn da alles drin? Ah, da ist ganz viel drin. Aufkleber, Postkarten. Dann haben wir auch eine Fansingle, die gibt es nur in der Fanbox. Okay. Und da gibt es eine Tasche. Habe ich jetzt was vergessen? Also es gibt auf jeden Fall Autogrammkarten noch allerhand, was ein Fan unbedingt braucht. Was ein Fan unbedingt braucht, also das heißt dann am besten gleich die Fanbox kaufen. Auf jeden Fall, ja. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Anhören der CD. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Dir alles Gute und hat es Spaß gemacht? Ja, es war echt lustig. Sehr schön, so soll es doch sein. Man lässt sich immer mal wieder was Neues einfallen und so muss es sein. Und ich denke mal, Minigolfen macht hungrig. Ja. Und durstig. Jetzt gehen wir was essen. Jetzt gehen wir was essen. Tschüss, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao.